Meine Mutter hier, leider ein bisschen Regen. Aber das ist ja nicht so schlimm, wir haben trotzdem einen schönen Tag. Hier oben kann man natürlich noch erkennen, dass da irgendwie so was wie eine Befestigungsanlage im Berg ist. Das ist jetzt hinter die Mische Druck. Hier die Mutter ist jetzt hier, also auf der Burg hier, in der Nähe von der Thaya, Alanya. Na da. Pass schön auf, dass du nicht hinfällst. Allahan. Da ist die Burg hier. Ah, ja, ja. Also ich, Gott bewahre, ja. So, das ist nur der Bazaar. Die Mutter gerade beim Einkaufen auf dem Bazaar. 15 Postkarten, 1 Euro, 7 Postkarten, 50 Cent, 4 Parken, Telefonkarten, Regenschirm, Schwarz. Ja, die Mutter hier nur. Ja. Und da ist noch Plus, hier haben wir nochmal die schöne Burganlage hier. Die Mutter hier in Anaya bei Antalya. Jetzt sind wir noch in der schönen Burg. In der Türkei. So, das sind wir hier nochmal. Schön. Burgemeier, Palme. Die Mutter hier noch irgendwie. So, das ist ja eine ganz schöne Nummer hier von Deutschland brauchte einfache Arbeitskräfte. Die Türkei hatte auf dem Land sehr viele Menschen. Deutschland auf der Karte liegt. Ich habe sogar in Berlin in meiner Studienzeit Türken kennengelernt. Sie lebten seit 20, 30 Jahren in Deutschland. Konnten wir auf der Weltkarte nicht zeigen, wo Deutschland und Berlin liegt. Art der Gastarbeiter, Transfer war am Anfang kein Problem, kein großes Problem. Ja, jetzt sind wir hier ein paar Muckele. Was ist neu? Wo ist angekommen? So, also ein bisschen die sieht dann heute ein bisschen in der Gegend aus. Das ist ja schon über 1000 Meter über normal Bergespiegel. Da gucken wir uns jetzt mal die Kreidetrasse an. So, das ist ja ein paar Muckele. Und wie geht es jetzt mal hier? Kreideterrasse. Das Theater hier und so. Tja, der Mutter hier auf den Spuren von Pamukkale. Das sind die berühmten Kreideterrassen. Die man ja nur unbedingt hier nur in der Türkei angucken sollte. So, das sind ja nur die Kalksteinterrassen hier von Pamukkale. Kümmert sich gerade gerade zum Wasserplanschen. Das ist diese historische Mauer da hinten. So, dann gehen wir da hinterher, dass wir das hier haben.
aussieht hier. Freie Terrasse. Ja, ja, das ist blitzblank hier, da ist die Schneeweiß. Jetzt müssen wir nicht vergessen, bei der Mürkele gibt es ja noch beschlossen, weil das ist die Stadtmauer hier von Hierapolis oder wie immer es ist. Ja, die haben sie auch noch mit da. Das ist noch ein bisschen grün. So. Das ist nochmal ein Panorama von Paul Mürkele, den Kreideterrassen. Diesmal ist es menschenleer, das ist hier wahrscheinlich die Rusche Ecke. Und da hinten geht dann noch ein bisschen das Tor hier weiter. Naja, das ist mal ein bisschen auf Video kriegen hier. Es ist toll, dass die Fenster nicht reflektiert hier. Das sind Bilder, die du nicht so 1-3 fix bekommst. Sie pressen hier noch im Hintergrund. Eine Therme, sondern ich brauche zurzeit eine Toilette. So, das ist das Abschlussbild hier von Pamukkale. Stehen die ganzen Busse vor Santa Kulissa. So, jetzt sind wir wieder in unserem schönen Hotel Delphin gelandet. Und zwar in der Nähe von Antalya in der Türkei. Und haben wir einen herrlichen Blick hier raus. Ja. So, die Mutter hier gerade beim großen Fressen hier. Ja, pass auf, das ist nicht so wichtig. Du musst das hier, ist doch hier wirklich hier mal die Kunst hier mal ansehen, wie sie das hier wieder ganz, ganz schön gemacht haben hier. Aufzupassen. Ja, lecker, lecker, lecker. Das ist also hier im Hotel Delphin das große Fressen. Frühstück die Abend. Das ist tatsächlich als Koche und Radieschen hier. Tolles Essen. So, das ist es nur hier, das Hotel Delphin. In der Nähe von Antalya in Manaya. Ein herrlicher Garten ist ja noch dazu. Essen wunderbar. Wetter wird schon sonnig schön werden heute. So, da liegen sie nur. Ja. Schöne Zitrone. Den schönen Zitronenwagen hier. Überall Zitronen. Hände waschen. Einen wunderbaren Baum hier. Herrlich kann ich nur sagen, dass ihr so gemacht habt. Braun, grün, silbern gehalten. Sehr schönes Hotel. So, jetzt definitiv aber mal der Abschlussbild hier in unserem Türkei-Urlaub. In unserem Hotel Delphin aufgenommen. Ein wunderbarer Palmgarten hier. Und hier ist es dann schon das Hotel, wo wir hier die meiste Zeit verbracht haben. Schön cool noch davor.
Tja, das ist es nun hier, das schöne Hotel Jelskin. Und daher in der Türkei. Das war die erste Station. So, es ist nun hier unser wunderbares Strandhotel. So, liebe Leute, das ist jetzt hier das ganz große Abschlussbild aus der Türkei, aus dem Hotel Delfin, wo ich jetzt gerade herkomme. Ungefähr 30 Kilometer von Antalya entfernt und 100 Kilometer von Antalya, da muss ich dann wohnen. Leider kann ich mit dem Flieger wieder zurück.